Gehe ich erst hoch oder gehe ich... Ja, doch, erst hoch. Der Truhe, ist hier jemand? Nee, da sind zwei Leute. Einer. Zählen. Söldner. Zwei Truhen sogar. Rechts, links, links, rechts. Perfekt. Aber man muss auch echt raten, ob es rechts oder links ist halt, ne? Also hat er keine Wahl. Okay. Links, rechts, rechts, links, rechts. Okay. Perfekt. Ein Reiterbogen. Cool. Also Geschicklichkeit 12 brauchen wir. Verdammt. Aber mit dem hätten wir auf jeden Fall eine Chance gegen den Lurker, glaube ich. Also wir stecken jetzt 5 Punkte in Geschick. Als nächstes. Naja, wahrscheinlich. Wir haben einen Punkt. Wenn ich diesen doofen Ring noch hätte, ne? Aber nein, ich habe ihn ja Laris gegeben. Ich jetzt die 19 noch da verkaufe, dann habe ich auf jeden Fall 200 Geld. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her, wenn du wieder mal was hast. Okay. Also verkaufe ich, das, was das Traumblatt, oder also das Höchste, werde ich dann verkaufen. So beim Händler gleich irgendwie. Und das andere werde ich so unter die Leute bringen, denke ich. Immer wenn ich irgendwo vorbeikomme. Ne? Mein lieben Söldner? Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Frag. Frag ein paar der anderen Jungs, ja. Ich hab Sumpf. Cool. Warum ist die Musik so bedrohlich? Doch nicht, weil es regnet, oder? Ist das die Atmosphäre dann? Na, oh, erstmal durchpennen. Wir haben jetzt eine neue Rüstung, aber ich fühle mich irgendwie nicht stärker. Noch nicht. Ja, gehe ich jetzt nochmal hier irgendwie gucken am Eingang. Mit Horatio reden. Wahrscheinlich von... Wie heißt der? Fingers? Nee. Von dem Typen, der die Leute zum... Zur Sklaven... Lefty, ja. Der die Leute zur Rand schafft hier. Hi. Nee. Pass auf deinen Rücken. Kann ich Danke. Da mal vorbei? Hier, yeah, du willst was haben? Ich hab Sumpfkraut. Warum nicht? Frag mal... So, hat Lefty denn jetzt was dagegen, dass ich hier vorbeispaziere? Alles cool. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. What? What? Willst du mich umbringen? Wenn er mich noch einmal mit Bogen trifft, bin ich tot. Moment. Kollege. Ich probiere es mal. Also mit Bogen tötet man ja, anstatt man den einfach nur um... Wow, ich bin... Hab mich weggekrittet. Bin tot. Okay. Weg mit der Waffe, weg damit! Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne... Was für ein Kampf! Manu, okay. Dann umgehen wir ihn einfach. Mann, warum... Am Anfang ist alles so schwer. Okay. Nicht Puck.
Also nicht der Alte, der mit der Alzheimer hat, sondern Horatio. Der ist weiter oben, ne? Der müsste da hinten sein. Warum will er überhaupt dem, also warum sollte ich denn überhaupt dem Reislord einen überbraten wollen? Suchst du wieder Streit? Nee, tut mir leid, der Spruch mit dem Bauern. Das hättest du dir eh... Ja, nee. Also, ja. Der war ziemlich stark auf jeden Fall. Aber ist gut. Ich habe eine mentale Liste. Wir werden uns noch rächen an all den Leuten, die uns verprügelt haben. Wie sich das für so ein Gefängnis hier gehört. Irgendwann, wenn wir, ne, weißt du, der Babbo sind, dann werden wir die alle das Fell über die Ohren ziehen und so. Aber war es wirklich was passiert? Ja. Ich halte mich da lieber raus. Du siehst doch. Hast du was? Ich kann es jederzeit wieder. Solange ich damit nicht. Gut. Du auch? Ich habe. Na du? Nix? Okay. Oh, der andere? Ach, oh, der ist ja so schon Raucher hier. Er wird fertig. Wir reden doch. Danke. Nee, okay. Kannst weiter rauchen. Macht er auch direkt. Ja. Der hat schon seinen Vorrat. Warte mal. Ich glaube, hier oben will ich nicht hin, ne? Noch nicht? Das ist der falsche Weg. Dem Weg hier einfach nur folgen. Dann kommen wir zur alten Mine. Die alte Mine und die freie Mine. Okay. Oder der Kessel oder was auch immer. Mal schauen. Ja, jetzt gehe ich hier alleine rum, ohne Begleitung. Da sind Sumpffliegen. Ich glaube, gegen die wird schon schwieriger. Wir können die auch umgehen. Halt an. Wir haben 50%, ne? Also eigentlich. Jawohl, okay, eine getroffen. Na komm. Ah, knapp. Okay. Machen wir aber. Pass auf. Wir holen eine ran und dann gehen wir direkt auf Nahkampf. Ich kann die auch einzeln holen, oder? Mit Nahkampf hier. Ausblutiger hier. Guck mal. Bin ich nicht in deinem Aggro-Bereich? Hier, jetzt. Eins. Zwei. Drei. Gut. Gut, wenn wir die einzeln machen, dann kriegen wir das hin. Die sind jetzt sehr dicht beieinander, die beiden. Wobei. Ja, das gute Fleisch. Zählt am Anfang noch relativ viel. Ja, komm her. Nur du bitte. Oh. Nein. Bam. Drei Hits. Aber die machen mir immer noch Schaden, aber es geht jetzt. Ist erträglich. Man kann sie bekämpfen. Wir heilen uns mal weiter hoch. Dafür haben wir das ganze Fleisch ja gebraten, ne? Lecker. Es gibt Haare auf den Armen. Die ganze Zeit nur Fleisch essen. Ich glaube, ich habe da unten gerade einen Goblin durchscheinen sehen. Zwei Goblin circa.
Da sind Molerats. Nehmen wir die zuerst. Bin sehr dankbar für Whistlers Schwert auf jeden Fall. Komm her. Na los. Au. Oh, wenig Schaden mit dir jetzt machen. Aber der hat mich zweimal gebissen. Ich habe wie viel Leben verloren? 2 Punkte. Also, ich habe deren Schaden eigentlich schon negiert. Jetzt brauche ich nur noch mehr Lebenspunkte. Ja, darüber. Da vorne sieht es schon minenartig aus. Drei Goblins. Wissen die überhaupt, wie man hier hochkommt? Ich meine, ich habe da nichts gegen, hier die einfach die Fische im Fass zu machen. Okay, mehr. Schöne KI. Komm her. Yay. Okay, Goblins haben nichts in ihren Taschen. Nur rostige Schwerter. Da ist noch irgendwo. Da, ich sehe es. Das Schwert ist im Stein und ich krieg's nicht raus. Direkt vor mir. Na gut. So, das Wichtigste. Dem Rollenspiel. Abspeichern. Ich meinte aber eigentlich, was ist hinter einem Wasserfall? Da ist tatsächlich was hinter. Okay. Alles richtig gemacht. Cool. Ist auch immer das gleiche, oder? Höhle hinter Wasserfall. Und entweder... Spruchrolle für... Weiß ich nicht. Entweder ist man enttäuscht, weil da keine ist. Oder man sagt, ah, Klischee, guck mal, da ist eine hinter und ist auch enttäuscht. So oder so. Entwickler können nur verlieren. Pfeile und Dietriche. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Da drüben war ein Lurker, den wollen wir nicht. Das sind mehr Sumpffliegen. Ja, die müssen wir nicht jetzt machen. Hi, Scavenger. Junge Scavenger, ne? Ne, normaler. Läuft. Die sind einfach, geben satte Erfahrung hier. Yeah. So mag ich das gern. Noch mehr Scavenger. 2 Stück? Einer? Was ist das da oben? Ist das ein Molerat? Da vorne ist ja eigentlich der Wald, ne? Dieser gefährliche, gemeine Wald. Und da müssen wir hin. Ich spähe mal ganz kurz in den Wald. Das ist ein Molerat. Machbar. Da hinten sind Snapper. Den will ich nicht in die Arme laufen. Die sind super gemein, die Dinger. Snapper, ja. Und Wölfe gibt es hier bestimmt auch im Wald. Und was weiß ich noch? Blutfliegen. Halt still. Ah, fuck. Nee, das geht schon nicht gut aus. Ah, habe ich hier jetzt gespeichert? Naja, da. Da ist noch eine Höhle. Können wir auch nochmal reingucken. Machen erstmal den Molerat nochmal. Dann speichern wir nochmal.
Naja. Die Blutfliegen würde ich lieber erst machen, wenn wir ein bisschen stärker sind. Gucken wir. Das ist nur ein Molerad. Aber wir hätten den Weg also auch nehmen können durch den Wald. Oder? Schlüssel. Nee, Schüssel. Achso. Trank. Bier. Ich kann gerade so die beiden erkennen. Komm her. Komm dichter. Da vorne ist noch mehr Wald. Achso, ich bin zur Hälfte erst drin. Nee, ich dachte, das führt jetzt durch den ganzen Wald hier, die Höhle. Dann drehen wir mal um. Und wir gucken später nochmal rein. Wir wollten ja eigentlich zur Mine. Nicht ablenken lassen. Also doch, natürlich. Leichte Erfahrung nehmen wir immer gern mit. Wir sollen dafür Diego noch eine Liste holen. Und ja, die können wir dann Laris auch mal unter die Nase halten. Denke ich. Ja. Oha. Die rote Fraktion hat das ja eingenommen. Was ist denn hier? Sackgasse, ja. Hätte ich da auch lang gehen können? Schneller. Brauchst du einen Sprintenknopf oder sowas? Da war ich eben, ja. Komisch. Erstaunlich, wie viele Menschen hier in dem Minental leben. In dieser Mine gibt es jetzt auch wieder einen Haufen Leute, ne? Oder zwei Hände voll, keine Ahnung. Wenn hier überhaupt jemand ist. Aha. Na nun, ist hier was passiert? Warum ist hier keiner? Warum ist hier keiner? Irgend so ein schweres Gerät. Oh, es gibt dort Ladebildschirme. Okay, ich dachte schon, das ist gar nicht mehr. So, erstmal ganz kurz gucken, mit wem muss ich denn hier reden? Nee. Es müsste Aufnahme für altes Lager sein, ne? Hier. Bissler unterstützt mich, bla, 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 bla. Was? Prüfung des Vertrauens hier. Graham hat mir eine Karte gegeben und ich muss Ian. Mit Ian muss ich reden. Du bist kein Ian. Hi? Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Mhm. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Minecrawler? Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Für was? Zu was? Was macht ihr aus dem Erz? Macht ihr daraus Schwerter? Für den König? Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Ah, na gut. Erzähl mal. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Prost. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen.
Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Aha, warum mit dem Rücken zur Wand? Wollen die irgendwas von hinter mir? Weiß nicht. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Aha. Wo ist er? Genau. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Was hat das mit Torus zu tun? Wir sehen uns. Kann ich da mal vorbei? Also er ist so wichtig wie Torus, so ungefähr. Irgendwie sowas, ne? Glenn. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Natürlich. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hältst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Oh, klingt gefährlich. Hallo, Gardist. Möchtest du Sumpfkraut? Was? Warum ist hier zweimal Ende? Okay. Da ist eine Leiter. Also da geht's gleich runter wahrscheinlich. Gucken wir uns erstmal auf der Ebene weiter um. Hast du was dagegen, wenn ich hier... Ne? Alles gut? Gut. Du siehst aus, als wärst du Händler. Santino. Ja. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Du hast Dietrich, ja? Hat das tatsächlich. Okay, was hat er noch so? Bolzen, Pfeile. Pass auf, dann werde ich jetzt hier mein Sumpfkraut los, denke ich. Also die Stängel, die ich für 10 verkaufen kann. Bam, jetzt haben wir schon mal 200 mehr. Ja, im Endeffekt mache ich miese, weil ich ja 600... Also ich werde diese Stängel insgesamt für die hier für 200 und die anderen jeweils für 10, also nochmal 300 wert. Also im Endeffekt muss ich 200 dem einen bezahlen und 400 dem anderen. Also Laris muss ich 400 bezahlen. Und das ist irgendwie... Nee. Mache ich 100 miese dabei. Aber gut, was tut man nicht alles für ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Die ist Einhandwaffe. Warte mal, die Axt war Einhand? Dann kann die weg. Gut. So, du hast nicht ganz so viel Geld, aber ich nehme gern die Pfeile von dir. Nicke dabei heftig mit dem Kopf. Nehme das hier von dir. Und das da. Und den Rest wiegen wir dann im Bolzen auf, denke ich. Perfekt. Die können wir dann nachher auch als Handlungsmittel benutzen, als Zahlungsmittel. Sehr schön. Wer ist der da? Ich habe nichts dagegen, dass ich hier bin, ne? Alles cool. Ich sehe hier gar nichts. Ist das hier als Erz, das hier, wo ich drauf stehe? Könnte eine Fackel anzünden, wenn ich eine habe. Kann ich dann immer noch looten und so und mit Leuten reden? Kann ich mit einer Fackel in der Hand mit Leuten reden? Ja, okay. Das ist gut. Dann, das heißt auch, dass ich dann Sachen looten kann. Drei Kisten. Na gut, dann halt nicht. Und du so? Wow, das war ein schneller Quicksave. Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Wie kann ich den Minecrawlern die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Echt? Ein Lernpunkt haben wir noch. Wir haben genau noch einen.
Das ist sehr, sehr gut. Machen wir. Was auch umsonst, ne? Kannst du mir das Zangen rausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret raus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch drei Finger, Kargur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, drei also Finger, Kargur. Schneide großflächig um die Drüsen herum und entferne dann das Fleisch zusammen mit der Zange. Wenn du dich daran hältst, wirst du keine Probleme mit dem Rausschneiden der Zangen haben. Er ist einfach so gut, wie die, weißt du, ich lerne halt einfach so einen doofen Skill. Und da könnte einfach nur kommen, ja, hier gelernt, also ne, dieser Text, der in der Mitte kurz einmal stand, gelernt hier Crawler-Zangen rausschneiden. Nein, aber er erzählt mir noch die Geschichte, wie man es macht und auch ein bisschen Story dazu halt. Mit dem Dreifinger-Bla. Ist halt, es passt halt sehr gut, ey. Als wenn ich halt wirklich was gelernt habe, irgendwie so, ne, mental abgespeichert, wie man es jetzt macht, so. Naja. Wer ist Korkalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Oha. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Okay. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Okay. Die Leiter konnte ich jetzt auch benutzen. Legt er dann die Fackel weg? Wo führt denn die Leiter hin? Wo führt die andere Leiter hin? Die andere Leiter führt dahin. Die Fackelbehälter, oh cool. Warte mal. Da geht's nach vorne. Nee, da komme ich auch anders hin. Ist da jemand? Da unten faulenzt einer. Das gibt's ja gar nicht. Kann ich sogar runter. Ach was. Ich dachte, das wäre jetzt so ein geheimer Höhlenschacht, wo Crawler auf mich warten oder so. Aber ne, hier sind einfach nur 4 Arbeiter. Oder 5. Oder 8. Ich dachte, jetzt wolltest du mich ansprechen, weil du mich da angeguckt hast. Brandick? Lass mich mal vorbei. Okay. Alles cool? Ja, gut. Butler. Oh, eine Fackel. Ich dachte, der sitzt an einem See, aber das ist ein riesiger Stein. Die Wachen erwischen mich nie. Was? Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Wofür? In Ordnung. Erzähl mal. 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an 2 Nebenhöhlen. In der 2. Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und okay. Wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Okay. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Nee. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Okay. Ich glaube, die Informationen in dem Heiltrank hätte ich auch nicht gebraucht. Ja, du setzt dich jetzt nicht hin, weil der Typ in der Nähe ist, ja? Kann ich ihm das stecken? Das könnte ich. Lass mich mal vorbei. Ich speichere mal. Hör mal, wenn du nicht da bist, sitzt Aleph die ganze Zeit rum, ohne zu arbeiten. Ist das so? Weißt du, was ich noch viel weniger leiden kann als Faulpelze? Das sind Verräter! Also geh mir aus den Augen! Ich hab's geahnt. Lass mich mal vorbei. Ja.
Können wir nochmal mit Aleph reden? Die Butler hier sind alle unwichtig, ne? Du hast mich bei Brandig angeschwärzt? Mach, dass du wegkommst. Oh. Hm. Könnt ihr mir trotzdem 10 Erz geben für irgendwas? Wenn mir jetzt schlechte Informationen gibt? Nee, ne? Pilze. Kein Diebstahl hier, ne? Alles gut. Nein. Alles cool. Okay. Ich habe beinahe runtergefallen. Ich würde da gern... Kann ich da eine Fackel runter... werfen? Ich kann, ne? Warte mal. Nee, warte. So, jetzt habe ich die in der Hand und kann die werfen. Genau. Ob ich den her wiederfinde? Ob man da unten irgendwie hin kann? Ey, ohne Fackel ist super dunkel, ne? Krass. Die Fackel macht viel aus. Na gut, dann haben wir das hier abgeschlossen. Die Ecke. Jetzt sind wir ein fieser Verräter. Naja. Nicht, dass ich das später nochmal irgendwie zu spüren kriege. Dass ich da Leute verraten habe. Ah. Sollte die Fackel wieder anziehen. Noch ein Pilz. Und Rabenkraut. Was auch immer das macht. Yep. Na los. Okay. Da oben war ich schon. Jetzt muss ich nur noch runter. Hier arbeitet keiner. Er hat aber auch so einen Arm, ne? Krasser Muskel drin. Dafür, dass er eigentlich nichts Besonderes ist. Für seine 15 Stärke. Hi, Snipes. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Oh. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. What? Was machst du hier? Ich passe auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Natürlich. Was können wir dort machen? Banditen in der Mine? Hm. Ian schickt mich. Mach mal hier. Die Butler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Na und? Den musst du dir unbedingt ansehen. Vergiss es. Okay. Ich weiß schon, dass man alles hier durchgehen kann, ne? Hier. Ich habe gehört, dass Banditen in der Mine sind. Sie wollen das Erz. Hältst du mich für blöd? Das würden sie niemals wagen. Ja, wer weiß. Hier. Ian, das müsste klappen. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Belohnung für gute Dienste. Glaube ich nicht. Hier. Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Lass mich mal vorbei. Lass mich mal vorbei. Ja, drehst du dich gerade zu mir um und sagst dann... Okay, er haut ab. Und du so? Du schuldest mir 10 Erz. Hier, Erfahrung, ja. Yeah. 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Na gut. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Okay. Wie hast du den Schlüssel gekriegt? Na, aber sicher doch. Ah, Snipes ist nett. Ist der Typ hier weg? Oh, ja. Wo ist denn der hin?
Aaron. Ja, hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, ne? Und Zauber. Immer her damit. Ich hoffe, Aaron durchsucht nicht meine Taschen. Ne, da ist nichts. Da unten ist noch so eine Handelsstation irgendwie. Es wird da sein, wo Ian ist bestimmt. Das heißt, das ist auf halbem Weg runter. Das heißt, es geht noch viel, viel tiefer. Speichern. Ob hier irgendwas passiert. Jupp. Nein. Zum Glück habe ich gerade gespeichert, als hätte ich es geahnt, ne? Aber. Guck, ich muss die Leiter nicht nehmen. Ich bin viel zu cool dafür. Upp, aua. Nicht den Schinken. Ich will. Hi. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Ja, warum nicht? Hier, immer eine ausgeben. Danke. Hat nie Nachteile. Soweit ich weiß. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Aha. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Hm. Oha. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was, ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Ach cool, wir können lass mit dem Schlüssel vorbei. Also noch weitermachen hier. Wir speichern mal. Ich glaube, Sichtlinie gibt es nicht in dem Spiel. Sondern, da nicht gesehen, gut. Sondern es ist so ein Radius, glaube ich, um die Leute herum. Ich bin mir nicht sicher. Links, rechts, nee, ich habe den Schlüssel nicht. Okay, ich habe den Schlüssel nicht. Shit. Nee, links und rechts funktioniert nicht. Also brauche ich den Schlüssel von Aleph wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen mit Aleph reden. Wo ist er denn? Ist hier Ian und seine Jungs sind hier. Upp. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Ach, okay. Hä? Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Dann haben wir jetzt einfach nur ein Reingehen aus der Truhe gemacht. Cool. Hier ist dein Schlüssel. Yay! Also wie abgemacht. Hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Woher kriege ich denn den Schlüssel zu diesen Truhen? Du hast einen Namen? Grimes. Ah, cool. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Mhm. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Yep. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Das sagst du. Okay, was ist das für ein Typ dir hier? Dir auch, Jungchen, dir auch. Der sich hier gerade vorgedrängelt hat? Aber der mochte einfach den ersten Klumpen lieber als den anderen, ja?
Oh Mann. Aha, Ian. Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Doch, da hinter dir, guck doch mal. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Lass mich vorbei. Also ich habe meine Chance verpasst, ihn wegzulocken, ja? Wenn ich den Schlüssel hätte, dann würde ich wahrscheinlich was kriegen. Das ist ärgerlich. Hätte ich ihn nicht weglocken sollen eigentlich, ne? Na gut, wir speichern hier nochmal über einen anderen Speicherstand dann. Zur Not können wir immer noch alle Leute umbringen. hier. Erstmal das. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Hunderte von Klingen. Also wahrscheinlich heißt das dann, ein Erzbrocken ist gleich eine Klinge. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen Sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig. Also quasi Stahl. Und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Stahl anstatt Eisen. Erzähl mir was von der Mine. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werde es mir merken. Ich habe noch zu tun. Templer sind krasse Jungs, ja? Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Hier, Diego. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Okay. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Können wir uns die Liste angucken? Ist die versiegelt? Stimmt nicht, ne? Darfsliste. 20 Laib Brot, diesmal aber nicht das Verschimmelte. Äpfel, Käse, Suppenkelle, Bürste, Spitzhacken und Hämmer und reichlich Sumpfkraut. Weiß ja erste Lieferung im Monat. Weißt ja. Die Lieferung sollte übermorgen da sein. Ihr braucht Sumpfkraut? Verdammt, hätte ich das mal vorgelesen. Bei dir kann ich tauschen? Jupp, alles was du willst, wenn du Erz hast. Pfeile. Hab ich noch was, was sich zu verkaufen lohnt? Sumpfkraut. Ansonsten nicht so wirklich, ne? Ich überlege, ob ich Äpfel kaufen sollte. Ich weiß noch, wenn ich Äpfel esse, dann kann ich nach 20 Äpfeln oder sowas in der Richtung, kriege ich einen Stärkepunkt dazu. Alle 20 Äpfel. Egal, ob ich die jetzt hintereinander esse oder nach und nach. Aber, weiß nicht. Wir haben auch ein bisschen Geld jetzt, ja. Wir können auch mehr schwarzen Weisen verkaufen, auf jeden Fall. So. Du hast nichts. Eigentlich würde ich jetzt noch ein paar Schritte tiefer gehen. Aber. Aber in meinem Haus riecht es nach Feuer, also mache ich jemand das Folgende. Also bis zum nächsten Mal.